Und damit herzlich willkommen zurück in der deutschen Fortszene, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Wir sind heute wieder am Start mit einer weiteren Runde. Und zwar Moorings. Die Map muss ich wirklich üben. Ist nicht so ganz leicht hier, der ganze Lachs, den man beachten muss. Und ich fail immer wieder an gewissen Sachen. Also hier, Coach, ne, wenn du das hörst, hier muss nochmal ein bisschen nachgebessert werden. Auf jeden Fall auf dieser Map. Und ich versuche euch ein paar Tipps mitzugeben. Ja, zum Beispiel das, was ich da gerade verkauft habe. Upsala, das muss auch verkauft werden. Sehr wichtig. Ne? Längere Balken für mehr Stability, ganz, ganz wichtig. Als nächstes könnt ihr hier die Vorlong reinziehen. Auch sehr gut. Das dann verkaufen. Sieht am Anfang ein bisschen int aus, aber funktioniert. Erst noch eine Mine. Dann Storages, das kann weg. Batterie da schon mal rein. Metalllager gleich da unten rein. So, komm. Batterie und Metalllager-Placement bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich bin übrigens gegen Sieb. Oh nein, warum starte ich denn damit? Ich bin Spion. Okay, Planänderung, Leute. Wir holen uns nicht eine T2-Tag, wir holen uns eine, eine Waffenkammer. Yikes. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Und dann im späteren Spielverlauf hoffentlich Laser. Aber ich weiß gar nicht, wo ich die hinklatschen soll. Ich pack die jetzt einfach da. Das hilft alles nichts. Das muss weg. Das ist alles nicht gut. Da kommt auch direkt ein Scharfschütze. Den müssten wir eigentlich contesten, like all day long. Wir gehen hier in Defensivmodus über. Obwohl das, glaube ich, gar nicht die beste Lösung dafür ist, für unser Problem gerade. Anyway. Wir probieren einfach mal unser Bestes zu geben. Und schauen, was bei rauskommt. Achso, ich will ja gar nicht mehr, ich will ja gar nicht mehr. Ach, kacke, jetzt will ich ja Laser spielen. Ach Mann, okay, ja, das habe ich doch nicht trainiert. Ich bin doch erst bei Cannons. Da kommt gleich die Tech hin. Da kommen die ersten Schwarmraketen. So, wir müssen noch einiges hier verändern. Das muss Hintergrundholz werden. Hier muss noch Stability rein. Bitte. Ist. Habe ich dich zu weit hinten forciert? Please, use the Stability Tag. Das hat doch immer funktioniert. Warum funktioniert es jetzt nicht? Okay, okay. Muss mir nochmal gezeigt werden. Check. Habe ich mit. Check. Ich brauche hier irgendwo eine Flak. Check. Oh, einmal nicht zu floaten. Ah. So. Kurz das Grid ausgemacht. Das hat mich hier gerade wahnsinnig gemacht. Hier passt nichts hin, ne? Okay, okay, okay. Also gegen Nukes auf der Map. Ihr seht es, ich bin ja so lost. Kann man, glaube ich, nicht anders beschreiben als... Oh mein Gott. Salzi, wie lost bist du denn? Wo gehen die hin? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich auf Kern. Ah, ist okay, ist okay. Tut nur ganz leicht weh. Das kriegen wir alles hin. So, ganz wichtig, nicht vergessen, hier die Dings zu ziehen. Verlängerten Streben. Damit auch Stability drin ist. Sehr schön. Okay, okay, okay. Au, 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 au. Da kommt die erste Nuke. Wir haben also noch ein bisschen Zeit, wenigstens Anti-Air aufs Feld zu bringen. Ich würde hier einfach noch eine Flak adden. Na, komm schon. Also, frech. Was du hier an Platz dir rausnimmst. Nein, nicht eine Kreissäge. Mann, die war gemein. Die war richtig gemein. Ich war ja so gemein, Mann. Man kann sich hier halt auch nicht vernünftig gegen Nukes verteidigen, weil man so... Ah, so Platznot hat. Oh Gott, ey. Ja, das Game habe ich, glaube ich... Ich sag's, wie es ist. Das ist komplett weg.
Können wir mal rüber gucken. Da unten sitzt die Kreissäge, da unten ist der Sniper offen. Ich kann nichts platzieren, weil alles brennt. Jetzt repariert werden muss in der Folge. Lass das. Böser. Böser Gegner. Ah, da waren wir nicht schnell genug. Das will ich gar nicht alles. Ich will doch nur diese Strebe dazu Hintergrundholz machen. Mein Gott. Danke. So. Da kommt ein AP-Sniper. Alles klar, check. Das soll unser leichtestes sein, das hier umzuwandeln. Okay, okay, okay. Wir haben die Tag. Wir müssen jetzt hier mal langsam Waffen hervorbringen. Warte mal, guck mal da. Aua. Aua. Echt jetzt? Das war so teuer, dass ich keine Zeit mehr hatte. Also Sieb Active. Okay, okay, okay. Puh. Wo brennen wir? Warum? Ah, die ist gesniped worden, wa? Okay, 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 okay. Na? Ah, ich muss hier auf Hotkey machen. Oh, jetzt werde ich sterben, oder? Jetzt werde ich sterben. Das war's. Ah, sie lädt schnell genug nach. Ehre. Swarms sind natürlich trotzdem lästig hier, overall. Na, ich brauche doch mehr Metall hier. Fehlt mir noch eine Mine? Ja, ne? Ja, ja, ja. Bitte nicht explodieren. Na, toll. Immerhin funktionieren meine Flaks heute mal einigermaßen zuverlässig. Das ist ja sonst eher nicht so der Fall, dass die ihre Arbeit machen. So. Hier also jetzt wenigstens einen Feuerlaser hervorgebracht. Hier oben kommt der Plasmalaser. Wir snowballen uns so langsam Richtung Sieg, aber es ist langsamer und vorsichtiger Anstieg. Oh Gott, wenn er jetzt noch einer hat, bin ich tot. Hier noch ein bisschen Metall vor. Da bitte nicht reißen, danke sehr. Können gleich nochmal gucken, ob wir einen Sniper ins Spielfeld bringen. Also nein, wir brauchen auf jeden Fall einen Sniper. Ich glaube, den packe ich auch einfach mal da unten rein. Gut, so, machen wir eine Tür draus, machen wir so. Oh, da kommt die Nuke! Schieß, schieß! Ah, nein! Oh Mann, ich hab's so verkackt. Ich hab's so verkackt. Okay, okay, Rematch, Rematch, das können wir nicht so stehen lassen. So, okay, ich spiele Scattershot, das ist doch ein Witz, oder? Ich dachte so, okay, jetzt haben wir gelernt, was es heißt, von Sieb aufs Maul zu kriegen und inkompetent dagegen zu spielen. Jetzt setzen wir das Ganze besser um und er kommt jetzt mit Scattershot. Naja gut, dann können wir wenigstens den ursprünglichen Plan beibehalten und ich kann mal zeigen, was ich so trainiert habe, in Anführungsstrichen, ne? Gut, also, Technologie bitte. Bisschen schneller, bitte. Na los, komm schon. Mach mal hier Energie. So. Zack, dich da rein. Ja, ich bin ja schon am Umgestalten. Sorry, Windturbine. Kommt gleich. So, 30% und flupp, 87. Sehr schön. Wir holen uns erst eine Mine. Die hätten wir jetzt schon gehabt. Hätten wir nicht minus 3 APM gefühlt. Auf der Map ist APM, ne? Das ist das A und O. Sag ich, wie es ist.
So, den Lachs verkauft, das da rein. Und jetzt hoffe ich, failen wir nicht die Stability Tech. Ich werde es direkt nochmal am Anfang versuchen, weil jetzt hier gerade Zeit ist. Das war falsch. Was willst du da? Ist noch mit, oder? Da muss es hin. Ja, jetzt geht's auf einmal, oder was? Ich drehe komplett am Rad. So, jetzt haben wir da einen schönen langen Balken reingezogen, der uns hier später helfen wird, mehr Stability ins Vorzubringen. Und das wird mega wichtig sein, weil wir schwingen gegen Scattershot, deswegen brauchen wir... Ah, guck, da kommt's auch, ne? Ja, er weiß es. Deswegen brauchen wir Sandsäcke vom Fort und Sandsäcke sind schwer, dementsprechend, ja, schauen wir mal, wie das werden wird. Also, Howl-Tech rein, das verkaufen. Holt er sich eine Kreissäge, darauf müssen wir jetzt aufpassen. Wir holen uns Minen währenddessen. Er wird halt ein bisschen schneller sein als wir, ne? Ich glaube, er muss sich erstmal die 2-Tech holen. Darauf wartet er gerade mit seinen Ressourcen. Okay, wir haben guten Vorteil, was Geschwindigkeit hier gerade angeht. Munitionsfabrik. Zweite Mine für uns. Sandsäcke. Ja, gut. Sei ihm gegeben. Wir warten noch kurz darauf, was passiert. Ob wir einen Verkaufssound hören? Gut hinhören, Leute? Wasser. Alarm. Flump. Ja, sollte so passen, glaube ich. Wir sollten safe sein, aber es ist immer noch Scattershot. Also, weiter im Text. Storages. Stability Tag. Wir müssen so viel Metall in unser Fort stecken, das ist so illegal. Er hat eine Kreissäge. Was willst du tun? Du musst es einfach. So, Waffenslot jetzt hier vorbereiten. Zack. Ja, nee. Nee. Na, so. Okay, die ist jetzt viel tiefer gerutscht, als sie sollte. Anyway. Nicht gleich nochmal den gleichen Fehler machen. Wie vorhin. So, als ich das schon einmal geübt habe. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Wir brauchen noch ein bisschen Metall und dann ab dafür. Er hat noch keine Waffe, also kommen wir... Ja gut, sie bauen natürlich auch schneller, ne? Schauen wir mal. Komm. Geil. Hier vielleicht noch verstecken, was wir bauen. Wäre auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich so cocky sein darf und hier noch eine Dings reinbauen darf. Eine Kanone. Reicht doch. Wirklich. Ich brauche das nicht. Ich kann auch so ganz gut nachts schlafen. Mann. Hallo? Das will er nicht. Okay. Mach mal so. So. Dass der hier so rumwackelt, gefällt mir irgendwie nicht. Ja, Magen ist ja gut. Gibt ja gleich was zu mampfen. Er holt sich direkt Gunner. Er weiß, was abgeht. Oh, das war auch ein bisschen Metall, was da jetzt gerade geflöten gegangen ist, ne? Not gonna lie. Ich glaube, mehr Verteidigung ziehen wir gar nicht ein. Wir ziehen eine große Schicht ein und jetzt kommt Sandsäcke. Und dann brauche ich gleich einen Sniper. Kann ja nicht so weitergehen. Komm mal da unten rein. So, hier also. Sandsäcke rein. Wir haben gerade mega viel Metall, aber was soll ich tun? Gerade andere Prioritäten, und zwar nicht zu sterben, im Best Case. Was baue ich hier für ein Mist, ne? Meistens einfach so. Dann leider mein Sniper, da kommen schon mal Türen rein.
will die ziehen, aber das geht wohl nicht. Okay, alles klar. Jetzt hier also Sniper. Hilft hier alles nichts, wir brauchen einen. Hier oben dann später mehr Windturbinen. Okay, okay, okay. Also wir gucken. Da oben sitzen ganz viele Gunner. Die müssen wir gleich rausnehmen. Er hat seine Aktive noch nicht aufgeladen. Wir dafür jetzt schon. Und wir gucken rüber. Das ist doch Mist. Er hat die Aktive aber noch nicht ready. Wir schießen noch nicht. Wir können auch gerade gar keinen Schaden machen. Er hat zu viele Gunner. Ach du Scheiße, da unten sitzen ja richtig viele. Wir brauchen Kreissägen. Sonst kommen wir da ja nie im Leben durch. Warum passt das nicht? Ach, Spiel, bitte. Komm. Jawohl. So, Sandsäcke reparieren. Wichtig, wichtig, wichtig. Wir dürfen seine Aktivität nicht aufladen, ne? So, geil. Da sind Türen. Ich dreh am Rad. Wird alles gedurrt. Da komme ich auch nicht rein. Doch, komme ich. Ich kann ja aber noch nicht schießen. Ich weiß nicht, wieso. Habe ich da jetzt gerade eine Tür umgewandelt? Ja, habe ich. Cool. War natürlich der Plan. Hat er aktiv bereit? Nee, noch nicht. Okay. Ich weiß auch nicht, wie ich ihn jetzt noch attackieren soll. Ne? Also mit dem Howie komme ich nicht durch. Das haben wir, glaube ich, denke ich, schon gezeigt. Da kommt noch ein bisschen Metall rein. Noch ein bisschen Holzverstrebung. Einfach nur gegen die 20 mm. Ein bisschen bessere Verteidigung. Jetzt hat er wahrscheinlich danach aktive bereit. Nee, hat er noch nicht. Geil. Geil, geil, geil. Aber wir werden da trotzdem nicht so geil durchkommen. Ich hole mir mal einen Minigunner. Wenn ich gar keinen Upgrade-Sender habe, aber das können wir hier noch reinbauen. Na? Ich weiß nicht, wo sein Sniper jetzt sitzt. Ah, hat leider nicht ganz so gut funktioniert. Aber wenn wir da jetzt genau eine Kreissäge reintreffen würden, wäre ich huge. Wir holen uns da unten nochmal eine Kreissäge. Upgrade Center wollte ich noch nachgeschoben haben, genau. Da bauen wir mal ein Schild rein. Ich weiß nicht, ob das hier ein Bouncy-Schild wird, ne? Ah, das ist Quatsch. Ja, dann muss hier das Schild sitzen. War es zu teuer gerade, okay. Okay, das reicht leider nicht. Ja, das war zu erwarten. Geil, da ist der Door-Snipe. Wir drücken aktiv, wir klauen noch ein paar Ressourcen. Oben sitzt ein Gunner, da sitzen ein paar mehr, da kommen wir einfach nicht durch. Können wir da irgendwo reinsägen? Nee, vielleicht da unten. Dass wir da nicht durchkommen, das war ein Scherz. So, jetzt aber hier nicht floaten. Metall brauchen wir. Gerade hier vor. Ja, jetzt haben wir wieder eine Tür verkauft. Geil. Also ich gebe zu, die Konstruktion hier unten ist nicht die geilste. Keine Energy. No. Hey, 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 hey. Ich baue noch einen Windturbinen. Kommen wir jetzt da oben rauf. Die Tür da unten ist auch nicht geil. Alles klar. Okay, wir lernen hier gerade dazu, was Base-Building auf der Map angeht. Okay, cool. Die Windturbine wollte ich auch gar nicht haben. Habe ich gerade beschlossen. So, dich mache ich mal anders. Und zwar so, dass es passt. So, 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 so. Dann schießen wir den gleich einfach mal. Aber ich weiß nicht, wo hier noch... Das ist nicht die geilste Konstruktion.
Ich glaube, die Strebe hat noch gefehlt. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir holen uns das noch. Schau nochmal mit der Kreis, mit den Kreissägen da unten rein. Aber es klappt leider nicht. Hm. Können wir jetzt damit schießen? Jawohl. Einen kleinen Winkel haben wir. Also, aktive gezogen. Ihr guckt, was da drüben so passiert. Schnell gedorsniped. Nicht gedorsniped werden, aber den ganzen Turm verlieren. Sehr, sehr, sehr geil. So lieben wir das. Ja, nee, komm. Wenn ich jetzt Energie hätte, ne? Ach, es ist so ärgerlich. Da muss eine vernünftige Schicht Winterbienen rauf. Geht gar nicht anders. Okay, also ich bin jetzt ziemlich stuck. Was Damage-Output angeht. Hab halt nur das, hab keine Möglichkeit irgendwie seine Anti auch einfach mal nur zu baiten. Jawohl. Gold wert. 120 mm rausgenommen. Was ist mit dir? Warum ist hier noch ein Holz? Das kann weg. Ich mach mal da mal zu einer anderen Turbine. Dich vielleicht auch. Da nochmal eine Windturbine drauf. Dann sollen wir doch gleich endlich mal genug Energie haben. Hier muss ich dann aber aufpassen, wenn er da nochmal reintrifft. Dass hier Türen sind. Genau. Nein, jetzt habe ich wieder Vorder- und Holz gemacht. Ich sehe nichts. Geh weg. Gehen einfach mal auf den Kern da unten rein. Oh, ist okay. Ja, stimmt. Wir holen uns einen Mörser vielleicht. Da geht's nicht. Machen wir einfach da einen rein. Wird schon schief gehen. Hier dich aber bereit gemacht. Ich hoffe, der geht jetzt. Sehr guter Treffer. Kannst du jetzt schießen? Jawohl. Alles klar. Dann warten wir noch, bis das alles fertig ist. Und hauen da mal die volle Salve rein. Wir haben auch viel Metall gerade. Das klatschen wir einfach mal hier in die Front. Aber nur da, wo es geht. Denn ihr seht es. Es sieht gerade nicht so geil aus. Also. Da haben wir nicht so viel erreicht. Die kommen eher von da unten. Oh, schöner Schuss. Oh mein Gott. Es war die ganze Zeit nur ein Treffer nötig, um ihn vom Feld zu lösen. Okay, die Map braucht Trainingsbedarf. Es tut mir leid. Also das war am Anfang und das, was da... Also das mit... Also... Nee, ui. Oh. Nee. Das war ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ich glaube, man merkt, warum ich in einer Season an dieser Map gescheitert bin. Ich krieg mich hier nicht zurechtgebaut mit den Waffen. Ah, er hat es auch versucht da drauf. Aber ich habe mir gedacht, hey, mache ich anders. Mache ich besser. Habe ich mir nicht gedacht, aber ich habe es irgendwie hingekriegt. Da den Schuss drauf. Ah, jetzt haben wir den Moment verpasst. Also, pass auf. Hier ist er reingekommen. Dann ist diese Strebe hier gerissen und das ganze Gewicht hier vorne weggesackt. Geil. Ja, er hat mir wirklich das ganze Game den Howie denied. Das stimmt allerdings. Hat er gut gemacht. Anu, hast du gut gemacht. Und ich habe gestruggelt. Gerade auch gegen Sieb. Anyway, ich hoffe, es hat gefallen. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Haut rein.